Hallo zusammen, heute begrüße ich euch gemeinsam mit dem neuen Opel Astra Sportstourer. Anfang des Jahres hatte ich bereits das Vergnügen mit dem Opel Astra 5 Tourer und nun ist er hier an der Reihe. Und bei ihm liegt der Fokus ganz klar auf mehr Stauraum. Aber ich frage mich ja schon, ist das das einzige Unterscheidungsmerkmal oder ist da vielleicht noch mehr? Das wollen wir heute gemeinsam herausfinden. Vor 60 Jahren war der Opel Kadett Caravan der erste Kombi in der Kompaktklasse eines deutschen Automobilherstellers. Und heute ist der Opel Astra Sportstourer der erste elektrifizierte Kombi der Marke. Den Astra Sportstourer gibt es aber nicht nur als Plug-in-Hybrid, sondern auch als Benziner. Da kommt dann ein 1,2 Liter Dreizylinder-Turbomotor zum Einsatz und der hat wahlweise 110 oder 130 PS. Ein Diesel gibt es auch noch, ist dann ein 1,5 Liter Vierzylinder und hat ebenfalls 130 PS. Ja, und unser Plug-in-Hybrid hier, der hat zum einen einen 1,6 Liter Vierzylinder-Motor drin, dazu dann noch den Elektromotor und das Ganze kommt dann auf eine Systemleistung von 180 PS und 360 Newtonmeter Drehmoment. Im Laufe des Jahres erwartet uns sogar noch eine 225 PS starke Plug-in-Hybrid-Variante. Und im nächsten Jahr, dann soll auch noch der rein elektrische Astra folgen. Übrigens sind all diese Astra-Modelle Fronttriebler. Aber bevor wir hier weiter auf die Fahreigenschaften dieses Astra Sportstourers hier eingehen, würde ich sagen, sprechen wir noch mal kurz über das Design. Wie auch sein kürzerer Bruder steht natürlich der Kombi auch auf der EMP2-Plattform. Bis auf so ein paar kleine Details sind die Fahrzeuge auch identisch. Heißt also, wir haben auch hier das Opel-Markengesicht mit dem Visor und die Pixel-LED-Scheinwerfer, die für perfekte Sicht sorgen, ohne den Gegenverkehr zu blenden. Und auch am Heck finden wir die gleichen schmalen LED-Scheinwerfer. Lasst uns über die Abmessung des Opel Astra Sportstourers sprechen. Er hat eine Länge von 4,64 Meter, er ist 1,86 Meter breit und 1,48 Meter hoch. Im Vergleich zum Fünftürer hat er ein Mehr in der Länge von 27 cm. Aber im Vergleich zum Vorgänger Astra Sportstourer sind es 6 cm weniger. Vielleicht fragt ihr euch, worin liegt der Längenunterschied im Vergleich zum Fünftürer, weil er hinten gar nicht so einen extremen Überhang hat. Es liegt daran, dass wir hier einen verlängerten Radstand haben. Der kommt jetzt auf 2,73 Meter, was wiederum im Vergleich zum Vorgänger Astra Sportstourer 7 cm mehr sind. Und damit würde ich sagen, gehen wir zum Heck. Die Dachlinie, die läuft hier deutlich spitzer zusammen. Der Wagen wirkt insgesamt etwas gestreckter. Die Kennzeichenhalterung ist von hier unten, hier oben in den Kofferraumdeckel gewandert. Übrigens, wen es von euch interessiert, der Astra Sportstourer hat eine Anhängerlast von bis zu 1400 Kilogramm. In den Kofferraum schauen wir jetzt aber erstmal noch nicht. Ich spanne euch noch etwas auf die Folter und nehme erstmal auf dem Fahrersitz Platz. Zurück hinterm Steuer. Anfang des Jahres durfte ich ja bereits den Opel Astra 5 Tourer fahren und jetzt bin ich natürlich gespannt und frage mich, wie sich der Kombi, der Astra Sports Tourer, von dem kürzeren unterscheidet. Wir sind hier wieder mit der 8-Gang-Automatik-Version unterwegs, was natürlich für den Vergleich gut ist, aber eigentlich wäre ich echt ganz gern auch mal mit der 6-Gang-Handschaltung gefahren. Mit den 180 PS liegt aber auch dieser Wagen hier echt gut am Gas und das auch, wenn die Batterie leer ist. Denn Opel hat uns eben erzählt, dass der Akku immer noch eine gewisse Restspannung hält. Das heißt also, auch wenn unsere Reichweitenanzeige der Elektrobatterie, die übrigens 12,4 Kilowattstunden hat, mal auf Null geht, haben wir immer noch genug Kraft, um ordentlich zu überholen. Heißt also, der Elektromotor mit 81 kW, also 110 PS, spielt immer noch bei und wir müssen nicht nur mit 150 Verbrenner PS überholen. Kommen wir mal noch zum Aufladen. Das können wir mit maximal 7,4 kW und das dauert ungefähr 2 Stunden von 0 auf 100%, wobei das eigentlich relativ irrelevant ist, weil die meisten von euch werden ihren Plug-in-Hybrid zu Hause laden, über Nacht oder auf der Arbeit, während sie sowieso nichts Besseres zu tun haben, als zu arbeiten. Heißt also, diese 2 Stunden sind eigentlich völlig irrelevant. Kommen wir zum nächsten Thema, der Reichweite. Laut WLTP sind es bis zu 60 Kilometer und im Stadtverkehr sind sogar bis zu 72 Kilometer drin. Elektrisch könnt ihr bis zu 135 km/h schnell fahren und auf der Autobahn können wir dann bis 225 km/h mit dem Verbrenner weiterfahren.
Im Opel Astra Sport Tourer haben wir drei Fahrmodi zur Auswahl. Zum einen den Hybridmodus, da ist das Auto maximal effizient unterwegs. Heißt also, es wird erstmal so weit es geht elektrisch gefahren und erst wenn ich mal richtig aufs Gaspedal trete, dann schaltet sich der Verbrenner zu. Im Sportmodus, da sind beide Motoren aktiv und wir haben maximal Power, die Lenkung ist auch so ein bisschen straffer. Ja, und dann gibt es auch noch den Elektromodus und wie der Name schon sagt, hier fahren wir nur elektrisch und das bis zu 135 km/h schnell, bis dann die Batterie nicht mehr möchte. Außerdem haben wir hier unten den B-Knopf. Damit können wir ganz typisch, wie wir es auch von Elektroautos kennen, auch hier im Plug-in-Hybrid die Rekuperation aktivieren. Auch wenn es hier nur eine Stufe ist. Und wenn ich jetzt mal vom Gas gehe, dann verzögert der Wagen so ein bisschen. Der speist die Energie dann zurück in die Batterie und wir sind noch so ein bisschen effizienter unterwegs und haben vielleicht ein bisschen mehr Reichweite. So ist auch ein bisschen so ein One-Pedal-Drive möglich, wenn auch nicht ganz bis zum Stillstand. Typisch Plug-in-Hybrid haben wir natürlich mit der zusätzlichen Batterie an Bord auch mehr Gewicht. Die Batterie, die ist tief im Unterboden des Fahrzeugs integriert und damit liegt der Wagen schon fast sportlich auf der Straße. Und das ist mir auch Anfang des Jahres schon bei seinem kürzeren Geschwisterchen aufgefallen. Die beiden haben aber den Unterschied, dass der Sportstourer hier einen etwas längeren Radstand hat und logischerweise kann er damit kleine Fahrbahnunebenheiten nochmal komfortabler ausfedern und liegt einfach insgesamt etwas satter auf der Straße. Insgesamt fühlt sich der Opel Astra Sport Tourer aber immer noch schön kompakt an. Und was ich vor allem gut daran finde, ist, dass ich den Wagen ganz schnell von seinen Dimensionen einschätzen kann und eine gute Übersicht hier im ganzen Fahrzeug habe. Und damit würde ich sagen, wird es mal Zeit, dass wir uns dem Innenraum widmen. Aufgeräumtes, stylisches, einfach zu bedienendes, einfach übersichtliches Interieur. Damit kann Opel punkten. Ich meine, schaut euch das Bediensystem an. Ich habe hier alles super fix. Ich weiß genau, wo ich hindrücken muss. Ich habe hier noch richtige Knöpfe. Das ist eine super Sache. Außerdem mag ich die Materialien. Das habe ich schon im Fünftürer gesagt. Hier ist zum Beispiel hier geschäumte Materialien. Hier unten das auch wieder. Auch der Materialmix hier, der ist wirklich schön. Wir sitzen hier natürlich auch in der Ausstellungsvariante Ultimate, welche die höchste von allen ist. Ein bisschen Manko habe ich hier in der Mittelkonsole. Ich habe hier zwar richtig viele Staufächer, schaut euch das mal an, Handy-Lademöglichkeiten und alles. Ich habe hier ein Fach für die Sonnenbrille, was innen drin gefilzt ist, das nicht zerkratzt. Eine super Sache. Allerdings, der Klavierlack, der sieht im ersten Moment schön aus, hat aber ganz schnell so Fingerabdrücke drauf, zerkratzt auch schnell. Und auch hier das Material vom Rollo, das sieht auch ganz schnell nicht mehr so schön aus. Das ist nicht ganz so mein Highlight. Dafür aber wieder was Positives, die Sitze. Wir haben hier AGR-zertifizierte Sitze, das heißt Aktion gesunder Rücken. Heißt, die sind rückenschonend und das ist in einem Kombi gerade deswegen wichtig, weil das ja ein Fahrzeug ist, mit dem man prinzipiell viele Kilometer schrubbt. Und da ist es einfach wichtig, dass man ordentlich sitzt. Und wenn wir gerade hier vorne schon über die Sitze sprechen, würde ich sagen, es ist Zeit für die Rückbank. Und da wechseln wir jetzt mal hin. Jetzt haben wir auch einmal hier hinten Platz genommen. Und was können wir zum Raumangebot sagen? Klar, typisch Kompaktklasse. Wir haben hier nicht überragend viel Platz, aber es ist doch absolut noch ausreichend. Und obwohl wir einen längeren Radstand haben, haben wir hier hinten nicht mehr Platz, als es im Fünftürer der Fall ist. Woran liegt das? Klar, weil das alles in den Kofferraum gegangen ist. Und den werden wir uns jetzt endlich mal anschauen. Denn er hier ist ja das eigentliche Highlight an diesem Fahrzeug. Wir haben hier eine schöne elektrische öffnende Heckklappe und wie ihr seht, wir haben hier keine Ladekante, das ist schön ebenmäßig und wir haben auch eine richtig schöne breite Öffnung. Schaut mal, hier drunter kann ich noch die Kabellage verstauen, sodass die mir gar nicht hier im Kofferraum rumfliegt. Wir haben jetzt hier ein Fassungsvermögen von 516 Liter und das Ganze kann ich natürlich noch erweitern. Wenn ich hier einmal die Hebel betätige, dann zack, springt die Rückbank um, links und rechts. Ich kann die Rückbank übrigens im Verhältnis 40-20-40 umklappen. Und jetzt habe ich ein Stauvolumen von 1553 Liter. Und auch hier ist alles schön ebenmäßig. Das heißt, ich kann hier ordentlich was verstauen. Muss mir zum Beispiel auch bei Holzbrettern, Ski oder sonst was keine Sorgen machen, dass die mir zerbrechen. Vielleicht möchtet ihr wissen, wie das jetzt bei den Verbrennervarianten aussieht. Da habe ich ganze 80 Liter mehr an Stauvolumen. Und im Vergleich zum Fünftürer haben wir hier rund 200 Liter mehr. Also wie ihr seht, hier kann ich ordentlich was verstauen und ich finde, das ist doch eine feine Sache. Kommen wir mal noch zum Thema Preis des Opel Astra Sport Tourers hier.
Dieser startet bei 39.750 Euro. Abzüglich des Umweltbonus sind wir bei ungefähr 32.500 Euro. Jetzt kommt ein interessanter Fakt. Der vergleichbare Diesel mit 130 PS und Automatikgetriebe, der startet bei rund 34.000 Euro. Heißt also schon mal, der Plug-in-Hybrid ist hier günstiger. Und das Konkurrenzumfeld, das ist auch wirklich sehr dünn besiedelt. Denn den VW Golf Variant, den gibt es überhaupt gar nicht als Plug-in-Hybrid. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch der Plattformbruder Peugeot 308 SW und der startet bei 43.550 Euro. Kommen wir zum Fazit. Eigentlich kann ich nur das wiederholen, was ich bereits zum Opel Astra 5-Türer gesagt habe. Er hier darf seinen Blitz mit Stolz tragen. Ich finde es klasse, wie der Opel Astra mittlerweile wieder dasteht. Und der Meinung bin übrigens nicht nur ich, denn wenn ich mir eure Kommentare zu den letzten Beiträgen anschaue, dann seht ihr das ganz genauso. Mehr Stauraum, mehr Praktikabilität und das Müh mehr an Komfort, damit kann der Kombi hier im Vergleich zu seinem fünftürigen Bruder punkten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier im Kombiland Deutschland ziemlich gut ankommen wird und ziemlich schnell viele Freunde und damit auch ordentlich viele Abnehmer finden wird. Übrigens ist er bereits bestellbar und die Auslieferung soll noch diesen Sommer starten. Ich würde sagen, ist eine runde Sache. Wusstet ihr, dass 2/3 der Opel Astra Kunden zum Sportstourer greifen? Zu welchem Prozentteil gehört ihr? Fünftürer oder Sportstourer? Schreibt es uns in die Kommentare und wenn ihr schon da unten seid, vergesst nicht, den Account zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen.